In diesem Video werfen wir mal wieder einen Blick auf zwei Einsteiger-Kondensatormikrofone, dieses Mal von SE Electronics. Und zwar auf das X1A und das X1S, die sich preislich in einem Bereich von unter 100 Euro bzw. unter 130 Euro bewegen. Worin sie sich unterscheiden und was sie sonst noch so drauf haben, das erfahrt ihr wie immer hier. Zunächst, wer SE Electronics noch nicht kennt, das ist ein verhältnismäßig kleines Familienunternehmen, das Mikrofone und entsprechendes Zubehör produziert. Seit 2000 sind sie nun am Start und haben sich das Ziel gesetzt, nicht nur bezahlbare, sondern auch hochwertige Mikrofone zu bauen, die ihren Qualitätsansprüchen gerecht werden. Dabei werden alle Varianten bis heute handgefertigt. Die wohl bekanntesten Mikros sind das SE 2200 und das 2300, die wir uns hier auf jeden Fall auch nochmal ansehen werden. Mit diesen und anderen SE-Mikrofonen arbeiten mittlerweile unzählige internationale Künstler. Wir widmen uns in diesem Video aber erstmal SEs Einsteigerklasse, die durch das X1A und das X1S angeführt wird. Was ihr also in Sachen Mikros bekommt, wollen wir uns jetzt mal anschauen. In den Basisversionen kommen beide Mikros ohne große Dreingaben daher. Es liegt lediglich jeweils eine einfache Mikrofonklemme zur Montage an Stativen bei, sowie das obligatorische Reduziergewinde, damit die Halterung sowohl an 3/8 als auch 5/8 Zoll Gewinde montiert werden können. Nur das X1S gibt es darüber hinaus als Vocal Bundle zusammen mit einer Spinne samt integriertem Popschutz. Nutzer des X1A müssen die Kombi bei Bedarf separat erwerben. Das schlägt in dem Fall allerdings mit happigen 44 Euro zu Buche. Das sollte auf jeden Fall bedacht werden. Designmäßig sind das S und das A nahezu identisch. Auf den ersten Blick unterscheiden sie sich lediglich durch die unterschiedlichen Aufdrucke. Form und Farbe sind gleich, da hier letzten Endes aber auch das gleiche Gehäuse zum Einsatz kommt. In Sachen Verarbeitung gibt es trotz Einsteigerbereich absolutes Premium-Feeling. Keine auffälligen Spaltmaße, nichts wackelt und das mattschwarze Finish sorgt für ein schlicht edles Gesamtbild. Einzig die Kunststoffschiebeschalter passen nicht so ganz in das sonst hochwertig wirkende Erscheinungsbild. Ansonsten setzen beide Mikrofone auf die Nierenrich-Charakteristik. Offensichtlichere Unterschiede gibt es erst in der näheren Betrachtung im Hinblick auf die Features. Da können wir direkt bei den Schiebeschaltern bleiben. Featuremäßig bieten beide Mikros einen Pad-Schalter, der die Empfindlichkeit der Mikrofone reduziert, damit ihr auch besonders laute Schallquellen aufnehmen könnt. Das X1A bietet hierfür einen einstufigen Pad-Schalter. Aktiviert ihr diesen, wird die Empfindlichkeit um 20 Dezibel verringert. Das X1S hingegen bietet zwei Stufen. Eine Absenkung um 10 Dezibel oder um 20 Dezibel. So könnt ihr euer Mikrofon noch präziser auf die Schallquelle abstimmen. Ähnlich sieht es auf der anderen Seite aus. Hier gibt es jeweils einen Low-Cut-Schalter. Beim X1A bietet dieser neben der neutralen Stellung eine sanfte Absenkung der Bassfrequenzen ab rund 100 Hertz. Das X1S bietet dagegen wieder zwei Optionen. Absenken ab 80 Hertz oder ab 160 Hertz. Wobei letztere Einstellung auch deutlich hörbar den Bass der Stimme reduziert. Abgesehen davon unterscheiden sich die beiden Mikros auch auf weniger offensichtliche Weise. Werfen wir zum Beispiel mal einen Blick auf die Mikrofonkörbe. Beim X1S können wir die goldbedampfte Großmembrankapsel, eine True Condenser Kapsel, erkennen. Fun Fact am Rande, das ist die gleiche, die auch im teureren SE 2200 zu finden ist, mit dem schon einige internationale Hits produziert worden sind. Beim X1A dagegen können wir die Kapsel nicht erkennen. Das liegt daran, dass der Korb von innen mit Schaumstoff ausgekleidet ist, also bereits integriert einen rudimentären Popschutz bietet. Dahinter liegt dann eine rund 17 mm große Elektret-Kondensator-Kapsel. Diese Art von Kapsel lässt sich eine Ecke günstiger produzieren als die True-Condenser-Kapseln, sollen aber trotzdem für einen preis-leistungsmäßig guten Klang sorgen. Diese Art der Kapsel findet ihr üblicherweise auch in einem Großteil der aktuellen USB-Mikrofone, da sich diese bedeutend leichter betreiben lassen. Wie sich das am Ende auf den Klang auswirkt, dazu kommen wir gleich. Abgesehen davon soll das X1S ein deutlich geringeres Eigenrauschen als die A-Variante haben. Ob das noch in einem praktisch relevanten Bereich stattfindet, wollen wir also gleich auch noch rausfinden. Kommen wir damit also zur Praxis. Ich habe das ganze Video über bisher mit dem X1A aufgenommen, also dem günstigeren Mikrofon der beiden. Und ich muss sagen, für den Preis bin ich auf jeden Fall angetan. Nicht nur die Verarbeitung ist wirklich hervorragend, sondern auch der Klang kann sich wirklich hören lassen. Es gibt einen leichten Höhenboost, ansonsten klingt es recht neutral und eher ausgewogen und ist damit auf jeden Fall ein Allrounder-Mikrofon. Damit ist es auf jeden Fall geeignet, sowohl für Sprachanwendungen, also Streaming oder Podcasting, als auch für grundlegende Musikaufnahmen Richtung erste Aufnahmen mit Gitarre oder ähnlichen Instrumenten. Wie üblich habe ich einen dedizierten Popschutz verwendet. Und das, obwohl das X1A ja auch einen integrierten hat. Und den stellen wir jetzt mal kurz auf die Probe. Wenn ich jetzt relativ nah dran bin und laute P- und T-Laute habe, dann kommt es trotzdem dazu, dass diese Plosivlaute doch recht stark in der Aufnahme landen. Aus dem Grund würde ich trotzdem immer noch zu einem dedizierten Popschutz raten.
Mit geschickter Positionierung kann man hier natürlich entgegenwirken, aber da müsst ihr selber sehen, wie es für euch am besten funktioniert. Ansonsten ist hier natürlich auch noch die Sache mit dem Eigenrauschen interessant. Das soll nämlich rein von den Werten her natürlich höher sein als das X1S. Trotzdem, wie man hört, ist das Ganze so gering, dass es in der Praxis nicht auffällt. Allerdings probieren wir das Gleiche nochmal etwas detaillierter aus. Und ab jetzt könnt ihr das X1S hören. Und aus meiner Sicht klingt das Ganze noch etwas präsenter und irgendwie auch runder und voller. Das, was ich mit dieser typischen Larger-than-Life-Eigenschaft verbinde, die man sonst so von diesen Großmembran-Kondensatormikrofonen erwartet. Ob besser oder schlechter ist natürlich wie so oft einsatzzweckabhängig. Ich würde diesen Sound aber prinzipiell erstmal bevorzugen und das auch für einen Aufpreis von rund 30 Euro. Ein Unterschied, der euch wahrscheinlich nicht aufgefallen sein wird, ist der höhere Ausgangspegel. Den habe ich nämlich bereits in der Nachbearbeitung kompensiert. In der Praxis bedeutet das, dass euer Vorverstärker weniger arbeiten muss, beziehungsweise ihr den Gain nicht so weit aufdrehen müsst. Damit einher geht dann auch das niedrigere Grundrauschen, zu dem wir gleich noch kommen werden. Ansonsten solltet ihr hier auf jeden Fall einen externen Popschutz verwenden, sobald ihr Sprachaufnahmen macht, denn sonst ist die Kapsel ungeschützt und das vor allem nicht nur P&T-Lauten, sondern auch eurer feuchten Aussprache und das tut der Kapsel natürlich nicht so gut. Die Features, die ihr hier sonst findet, sind etwas unspektakulär, aber wir können sie uns trotzdem kurz ansehen. Wir haben hier auf der linken Seite den Patch-Schalter, damit können wir den Sound entweder wie jetzt um 10 Dezibel verringern oder aber wie jetzt um 20 Dezibel. Für Sprachaufnahmen nicht so erheblich, eher für die Aufnahme von lauten Instrumenten. Interessanter ist da der Low-Cut-Schalter auf der rechten Seite. Hier habt ihr einmal die neutrale Einstellung wie bisher gehört, oder aber eine Absenkung ab rund 80 Hertz, oder wie jetzt zu hören, eine Absenkung des Basses ab rund 160 Hertz. Soweit so unspektakulär, lassen wir die Mikrofone jetzt aber lieber mal auf ein Instrument los. In dem Fall die Gitarre und wir starten wieder mit dem X1A. Und nun folgt eine Aufnahme mit dem X1S. Beide Mikrofone machen eine grundlegend anständige Figur, aber welches hat euch besser an der Gitarre gefallen? Diese Art von Mikrofone sind üblicherweise nicht unbedingt die erste Wahl beim Thema Streaming. Das liegt daran, dass sie aufgrund ihrer akustischen Eigenschaften auch relativ viel von der Umgebung mit aufnehmen. Aber lassen wir sie spaßeshalber dennoch mal auf meine mechanische Gaming-Tastatur los. In diesem Fall hört ihr wieder das X1A und die Tastatur befindet sich knapp 30 cm dahinter. Und jetzt das gleiche nochmal mit dem X1S. Und auch hier landet natürlich einiges in der Aufnahme. In Sachen Eigenrauschen habe ich mal ein wenig rumgespielt. Letzten Endes ist der Hauptunterschied darin begründet, dass das X1S einen höheren Ausgangspegel besitzt. Am Ende war es dadurch zwar ruhiger, aber selbst mit dem X1A hatte ich keine Aufnahmesituation mit Stimme oder Instrument, in der das Rauschen hörbar gewesen wäre. Kommen wir damit zum Fazit. Mit dem X1A und dem X1S bietet SE Electronics zwei wirklich günstige Einsteigermikros an, die einiges zu bieten haben. Und das für einen Preis von knapp unter 100 Euro bzw. knapp unter 130 Euro. Dabei gehen sie aber sowohl feature- als auch technikmäßig leicht unterschiedliche Wege. Das X1S bietet in jedem Bereich einfach ein klein wenig mehr, aber auch klanglich gibt es deutliche Unterschiede. Ich persönlich würde zum Beispiel das X1S immer vorziehen. Daher meine Empfehlung, lieber 30 Euro mehr investieren. Was schade bleibt, ist, dass es nur eine einfache Klemme als Halterung dabei gibt. Immerhin gibt es einen Bundle samt Popschutz und Shockmount mit dem X1S für einen Aufpreis von rund 37 Euro. Sonst zahlt ihr 44 Euro, wenn ihr die Halterung separat erwerbt. Was haltet ihr von den Mikros? Ein guter Einstieg in die Welt der XLR-Mikrofone? Und welches zieht ihr vor? X1A oder lieber X1S? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das war's von mir und ich würde sagen, tschüss bis zum nächsten Mal.